Wir haben zwei Regelungen. Wir haben eine Regelung für das gesamte Land, wo die 100er Inzidenz zählt, wo wir uns unmittelbar zusammensetzen werden und das Kabinett zusammentreten wird und beschließen wird, welche Maßnahmen eingeleitet werden. Und wir haben eine zweite Lösung für die kommunale Ebene. Das ist eine Regelung übrigens, die andere Länder auch haben. Bloß andere Länder haben diese 200er Grenze als letztendliche, schlussendliche Grenze, wo gehandelt werden muss, auf der kreislichen Ebene beispielsweise nicht. Und das unterscheidet uns also nicht von anderen Ländern, dass wir jetzt Landkreise haben. Wir haben drei im Land, drei Landkreise über 100. Das heißt bei uns, dass die Landräte handeln sollen. So steht es in unserer Verordnung. Wir haben eine klare Regelung für die Kommunen. Ab 100 sollen die Landräte, wenn die Landräte das sollen, für sich falsch auslegen, dass sie nichts tun müssen, dann werden wir per Erlass reagieren. Die gleiche Situation haben wir in vielen Landkreisen deutschlandweit. Und übrigens, die Hotspots sind nicht in Brandenburg. Wir haben 14 Landkreise über 200 und die sind nicht in Brandenburg. Wir haben keine 200er-Grenze. Nochmal, wir werden als Land beim Erreichen der 100er-Grenze reagieren. Das haben wir gestern Abend mit Landräten und Oberbürgermeistern auch in der Telefonschalte besprochen. Das heißt, das Land wird Maßnahmen ergreifen, sobald wir in die Nähe landesweiter Durchschnittswert 100 kommen. Allerdings müssen wir natürlich, was die Landkreisebene betrifft, differenzieren. Sie können ja nicht hingehen, wenn Sie zwei Ausbrüche beispielsweise in Altenheim haben mit großen Zahlen, dann können Sie nicht 180 Kilometer eine ganze Stadt zuschließen mit der Begründung, da ist der Wert überschritten worden. Oder aber der Landrat wird gefragt, in so einem Falle, welche Maßnahmen hast du ergriffen, um diesen Hotspot in deinem Landkreis in den Griff zu kriegen. Wenn es eine allgemeine Erscheinung ist, dass über den ganzen Landkreis sich die Inzidenzen verteilen, die Infektionszahlen, dann müssen allgemeine Regelungen getroffen werden. Aber diesen Spielraum muss auch ein Landrat haben. Ich erwarte, dass auch Landräte ihre Verantwortung wahrnehmen. Wenn das nicht passiert, wird das Land handeln. Das ist bei uns nicht anders als in anderen Bundesländern. Das mag Sie jetzt enttäuschen, aber wir weichen hier nicht vom Bundesbeschluss ab. Pirmasens, ein Oberbürgermeister, der sagt, nö, ich muss nichts machen, ich habe über die 160, aber ich will das meinen Menschen hier in der Stadt nicht zumuten. Da läuft genauso in Rheinland-Pfalz die Prüfung, mit welchen rechtlichen Möglichkeiten, beispielsweise einem Erlass, man reagieren kann, wie sie bei uns in Brandenburg läuft. Also nochmal, ich muss Sie enttäuschen, Brandenburg geht kein Sonderweg.